Ei, es ist mal wieder schweinekalt am Kuori und das bedeutet krumme Ruten und dicke Brocken. Also ziehen wir rein hier die Klumpen. Es geht schon wieder gut ab. Seit einigen Stunden haben wir wieder hervorragende Wetterverhältnisse hier am Kuori und die kommen ran hier. Nutzen wir natürlich gerne aus mit Regenbogenforellen, mit Seeforellen, mit Saiblingen und Co. Und damit man hier nicht immer nur den Original Balsa 75, den handgecrafteten oder mit Gold gekauften Köder verwendet, habe ich ein wenig rumprobiert, seit gestern Abend schon verschiedene Köder rumprobiert, Spinner, Blinker, und ja, auch natürlich verschiedene Wobbler und bin jetzt hier mittlerweile beim Terminator gelandet. Der Terminator, der gute alte Terminator, der liefert. Terminator war in der Vergangenheit schon immer wieder einer der Top-Köder, auch gerne im kleineren Bereich. Das jetzt hier ist die etwas größere Serie, F10. Und das Schöne ist, bei den Terminatoren, die könnte man tatsächlich auch von Hand führen, twitchen, weil sie einfach auch eine gute, also es ist diese F-Serie, schwimmend, floating, und die F-Serie, ja, wie gesagt, die kannst du halt immer wieder gut von Hand verwenden. Ich gucke gerade mal, wo sind wir hier? Ah, ich bin schon ein bisschen dran vorbei. Ich stand vorhin schon ein wenig manuell hier sozusagen, nicht beim Schleppen, sondern ich bin rausgefahren, habe mir ein, zwei Stellen gesucht und habe dann den Motor ausgemacht. Und dann habe ich mich einfach hingestellt. Und gerade eben mit diesen Ködern ist es sehr angenehm. Mit hoher Einholgeschwindigkeit einfach eine halbe Umdrehung machen. Zack. Und schon sind wir hier im Twitchen. Und schon haben wir hier einen Biss. Also das ist eben mit diesen Ködern auch richtig gut möglich. Komm mal ran hier, kleine Sefo. Und da stand ich jetzt gerade an, wie gesagt, verschiedenen Stellen. Eine der Stellen ist hier immer richtig gut. Wir haben hier dann die Möglichkeit hinzuziehen. Man kann nach hinten, also man hat hier so richtig schönes Kreuz. Richtig gute Stelle, verschiedenste Richtungen, die man hier abwerfen kann. Also das mega gut. Gestern Abend stand ich auch noch hier. Auch das war gut. Auch da konnte man gut hinwerfen. Ich habe ein bisschen auch mit dem Jiggen probiert, aber auch in dem Bereich hier war das gar nicht verkehrt. Also es gibt immer wieder so ein paar Stellen, wo man sich einfach hinstellen kann. Und dann zieht man hier locker flockig durch. Ich muss gleich nochmal gucken, ob ich nicht nochmal die Haken etwas ändere. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Das sind jetzt hier, ich sag mal, ganz normale, gute Haken. Tragfähigkeit und so absolut ausreichend. Aber es ist halt nicht so die Top-Qualität, ne? Also bisher hat es gereicht dafür. Ist es auch noch nichts irgendwie großartig ausgeschlitzt oder so. Normal reicht. So, komm mal ran, was haben wir denn da? Hechte gehen auch drauf, okay. Dann werfen wir aber gleich vielleicht in eine andere Ecke. So, jetzt geht's besser mit der Stimme. Erstmal einen Schluck Kaffee drauf und dann lübt er wieder. Also, Berserk Hooks sind hier drauf. Wie gesagt, da muss ich gleich nochmal schauen, ob es da nicht was Besseres gibt. Vielleicht teste ich auch nochmal Puschelhaken, ob die nochmal triggern. Grundsätzlich kann man sagen, hier in der Ecke ballert es gerade gut rein und hier in dem Bereich auch. Also das sind jetzt so gerade zwei Sachen oder zwei Bereiche, schon wieder was Kleines dran, die gerade gut funktionieren. Das heißt, wenn ihr Bock habt aufs Schleppen, dann Attacke Vollgas, vielleicht einfach nur hier in diesem Bereich, hier einfach eine Wende machen, zack, und wieder zurück und wieder zurück. Also einfach vielleicht nur diesen Halbmond hier langfahren und dann lübt das auch schon. Gar nicht so viel in den Bereichen rumgurken, wo gerade nicht viel geht. Wenn ihr natürlich die Balsa-Köder habt, könnt ihr die natürlich auch verwenden. Ich finde es aber eigentlich immer ganz interessant, die Balsa-Köder nur als Indikator zu nehmen. Denn es soll danach auch immer wieder noch Köder geben, die besser sind als diese Balsa. Also, wenn wir jetzt also sagen, das hier ist gerade the shit, das ist gerade der Köder, der triggert, dann suchen wir uns quasi optisch etwas, was dem ungefähr entspricht. Und wenn wir das gefunden haben, also nicht nur farblich, sondern auch von der Form her
und im Idealfall natürlich auch hier von der Tauchtiefe. Da sind wir bei 2,50 Meter. Und dann sucht man einfach so ein bisschen und kommt dann, ja, wohl oder übel auf die Terminator. Die sind jetzt nicht ganz so tief. Ich gucke gerade mal, haben wir noch einen anderen? Das ist der sinkende, das ist aber mit 6 Meter Tiefe, das ist einfach viel zu tief. 2 Meter Tiefe, die 14er Serie könnte man vielleicht auch noch mit verwenden. Auf 2 Meter, die ist natürlich jetzt nochmal deutlich größer. Auch da sind schrubbelige Haken drauf, aber weißt du was, ich teste den einfach gleich mal. Der ist schon deutlich größer, wir gucken uns das hier nochmal eben an. Also von den Größenverhältnissen, das Teil, ja, hat schon eine ordentliche Größe. Und jetzt ändern wir den nochmal eben um auf Terminator in 14 war das, ne? Genau, 14. Ja. Wirkt einfach insgesamt ein bisschen massiver. Geht aber auch einfach tiefer runter. War das jetzt ein F auch noch? Also, das ist eben das Schöne. Die F, und das können wir gleich hier vorne ufernah nochmal ein bisschen besser zeigen. Die F-Serie hat einfach den Vorteil, wir können mit dieser einfachen Methode, also Einholgeschwindigkeit 50, Shift drücke ich in der Regel und dann einfach nur kurz Drehung, 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 einmal kurbeln und dann lüpt der Lachs. Das ist halt das Schöne und jetzt hier vorne sehen wir schon, das ist halt auch das Geile hier am Koori. Wenn ihr euch mit verschiedenen Ködern nicht sicher seid, fahrt zum Koori, guckt euch an, wie die laufen. Das ist wichtig, damit man sieht, was man da macht. Und hier sehen wir das schon, der geht hoch, floating, der schwimmt. Und dann lassen wir kurz Zeit, dann geht er wieder hoch und wir schießen wieder 100 damit. Das ist genau das, was wir machen wollen. Ich zoome mal nicht ganz so nah. Also, zack, und er geht hoch. Und zack, und er geht wieder hoch. Genau das ist das, was eben triggert. Und deswegen funktioniert dann eben auch das Twitchen, wenn man das halt richtig jetzt hier macht. Ja, mit den Großen muss ich jetzt noch ein bisschen probieren, ob das so im Großen und Ganzen funktioniert. Jetzt muss ich gleich erstmal hier noch ein paar Runden drehen. Wie gesagt, das Wetter ist gerade top, die Uhrzeiten sind auch gut. Gar nicht lang quatschen und schnacken, sondern rausziehen hier die Brocken. Es wurden gerade auch schon im Chat wieder jede Menge Trophys gefangen, es geht ganz gut ab. Also, da lübt es auch gerade. Gucken wir mal, wie das hier in den nächsten Tagen ist. Wie gesagt, wichtig immer von den Temperaturen. Alles so bis 11 Grad ist immer richtig gut für einen Koori. Und wenn man hier so eine Serie hat, also mehrere Stunden am Stück unter 10 Grad, ist das eigentlich immer ein guter Grund, hier zum Koori zu fahren. Und dann zack, und dann geht man hier einfach mal für 2-3 Stunden ein bisschen schleppen und sucht sich irgendwo noch den fehlenden Seesaibling Kuorski im Idealfall. Und dann lübt das. Ich bin ja mit relativ großem Setup unterwegs, natürlich auch riesengroße Schnur bzw. Rolle und Rute. Das Ganze ist natürlich absolut nicht notwendig, denn ich bin hier eigentlich ja nur mit 12 Kilo unterwegs. Das heißt also, ein Setup, was so um die 10 Kilo ist, damit seid ihr schon super bedient an dem Gewässer. Heißt also für jemanden, der jetzt gerade in dem Levelbereich ist, vielleicht so um Level 20 herum, da kann man sich dann ja schon ein bisschen bessere Sachen kaufen. Bis dahin würde ich erstmal sparen, also unter Level 20 und mit dem Belaya Setup würde ich es, glaube ich, hier gar nicht versuchen. Dafür sind die Brocken hier alle zu schwer und ihr schrottet euch euer Belaya Setup. Also ab Level 20, da macht es dann Sinn, da macht es dann auch Bock hier zu angeln, weil man sich dann vernünftige Klamottis holen kann. Und ein Setup zeige ich am besten gleich nochmal eben. So, da ist die Route auch schon. Das Sahne-Stück, die Karma Mächter SF 78mh. 78mh hat ja 7 Power. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, damit wir da auch gieren und twitchen können. Ab 5 macht das Sinn. Alles, was da drunter ist, ist eher ein bisschen schlecht. Da kannst du halt keine Topwater oder Wobbler richtig gieren. Medium hart, ja, MH, medium hart ist das Teil, das ist halt schön. Wir haben dadurch ein relativ geringes Wurfgewicht auch, 7 bis 30 Gramm, auch das ist super, gerade auch später. Das heißt, wir kaufen uns diese Route natürlich nicht nur für ein Gewässer, sondern wir kaufen uns die Route, weil wir sie auch lange, lange, lange im Game verwenden wollen. 7 bis 30 Gramm heißt also da auch für das Gewässer Yama
auch immer noch gut geeignet. Genauso auch hier mit der Tragfähigkeit von 20 Kilo. Reicht absolut, denn im Idealfall haben wir ja eh nur sowas hier wie so eine HSV. Und die hat halt so 15 bis 17 Kilo an Bremskraft. Heißt also, damit sind wir auch dicke noch ausgestattet. Und jetzt ballere ich da einfach mal eine Monoschnur drauf. Habe ich noch eine? So um die 19. Ich gehe einfach mal hier auf die 10 Kilo. Genau, ich habe jetzt hier einfach mal die 10 Kilo Mono drauf gemacht. Ich glaube, ein bisschen Verschleiß habe ich hier ja auch schon drauf. Bremse hat auch schon 12%. Und da siehst du, da haben wir also auch schon ein bisschen was verloren hier an Bremskraft. 10,5. Dann gehen wir hier auch auf ein schönes Vorfach. Nehmen wir uns hier noch ein vernünftiges Vorfach mit 9,6. Jetzt sind wir schon richtig fein unterwegs. Und jetzt nochmal den Terminator. Jetzt nehme ich aber hier wieder den F10. Übrigens auch die blauen mal ruhig testen. Ne? Die Dodger Cranks und so. Die funktionieren ja auch immer wieder gut. Zack. Und jetzt geht das ab hier. Einholgeschwindigkeit max. Bremse erstmal ein bisschen locker. Erstmal gucken, wie das hier so reinballert. Denn jetzt hier mit gerade mal 9 Kilo an Bremskraft ist das nicht wirklich viel. Aber wir haben halt jetzt hier den Vorteil. Erstmal sind wir schön fein unterwegs. Wir haben hier die Chance, auch sowas wie Seewarnforellen zu überlisten. Seewarnforellen sind halt auch immer wieder ein bisschen tricky. Wir haben einen super geilen und interessanten Drill dann auch bei Seeforellen, die sich halt mächtig in die Tiefe stürzen. Also mit so einem Setup jetzt hier macht es eigentlich auch richtig Bock, fein an dem Gewässer hier zu angeln und zu, ja, die Fische zu suchen und zu überlisten. Ich bin gespannt, wenn auf sowas hier mal ein großer Seesaibling Kuorski reinballert. Das ist natürlich hier der sogenannte, der Endgegner im Gewässer. Ist leider sehr selten der Fisch, der rote. Aber das wäre natürlich der Hammer, ne? So ein Brocken dann auf 10 Kilo Schnur. Da geht's natürlich ab. Barsch! So, jetzt werfen wir mal so in die Richtung, da vorne hin. War jetzt auch gar nicht so ganz weit, ne? Nur halb aufgeladen. Und dann zack. Man kann es natürlich auch mit der rechten Maustaste, ne? Kurz einkurbeln. Oder man kann auch so ganz locker durchleiern, ne? Wenn man Bock hat, so eher auf der rechten Maustaste. Gucken wir mal so auf eine 8 oder 9 und dann einfach nur, genau, ganz locker und langsam. Vielleicht ein bisschen schneller. Und dann einmal so ein bisschen mit der rechten Maustaste. Da muss man aber ein bisschen gucken. Und das ist halt das, was das so ein bisschen schwierig macht. Man muss so den richtigen Winkel haben, also Rute zur Schnur, einen guten Winkel. So ein bisschen, also wenn wir jetzt nach da vorne werfen, geradeaus raus, dann ist das so rechts rüber und so ein bisschen hoch. Da macht das dann Sinn und dann kann man halt so kurbeln und dann kommt man dann in das Twitchen hier rein. Es ist ein bisschen tricky. Ich wurde letztens im Stream auch schon mal gefragt, warum hältst du die Rute so hoch? Das ist tatsächlich, ja, Oldschool Twitchen, dass das irgendwie besser funktioniert. Es ist aber wirklich die räudigste Methode, muss ich wirklich sagen. Gerade wenn man, wie gesagt, so einen F-Köder hat, dann noch einfach Shift und 50 und dann zack, einfach eine Drehung machen und dann sind wir hier schon im Twitchen drin, deutlich angenehmer. Ja, jetzt ist doch wieder jede Menge Zeit vertrödelt. Wir haben schon wieder Mittagszeit jetzt gleich. Ich teste aber nach wie vor jetzt gleich immer noch hier diese Köder. Ich hatte heute auch schon, wie gesagt, auch Spinner und sowas probiert. Auch alles so im gelblichen Bereich, gelb-orange, also diese Färbung. Und ja, jetzt geht es halt gleich weiter. Ich werde jetzt hier diesen Bereich nochmal ein bisschen abgurken und gucken, ob hier nicht noch so ein paar Regenbogenforellen und Seeforellen reingehen. Das Ganze wird natürlich jetzt hier noch ein bisschen dauern. Vielleicht leiere ich auch hier einfach mal ein bisschen durch. Auch das ist natürlich möglich. So etwas langsamer hier, so auf der 20, da fängt ja auch so ein bisschen an zu vibrieren. Und dann kann man auch so einfach durchleiern. Das Ganze kannst du natürlich hier an der Stelle auch machen mit dem Blinker. Wie gesagt, auch mit dem Spinner oder sowas. Mit dem Blinker zwischendurch einfach mal Pause machen, dass der dann Chance hat abzusinken. Hier ist jetzt gerade Führung mit Zwischenstopp. Das kann man natürlich auch machen. Das heißt, man leiert hier auch mit dem Wobbler einfach durch, macht ein bisschen Pause, fängt dann wieder an durchzuleiern und irgendwann triggert es halt. So, jetzt aber. Weiterfahren, weiter gurken, weiter rausziehen. Gönnt euch Kuori immer mal wieder gut, wie gesagt, gerade bei ganz tiefen, niedrigen Temperaturen. Und ansonsten, Setups-mäßig hier,
ab, ja, ich würde sagen ungefähr Level 20, da macht es hier halt richtig Bock. Ansonsten Kleinkramangeln im Randbereich kann man mal versuchen, ist aber schon ein bisschen tricky. Also, Petri, ihr Lümmels, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.